Wer von uns, wer von Ihnen noch nie einen Fehler gemacht hat, der kann als erstes die Hand heben und den Stein schmeißen. Ja, ich kann es nicht, weil ich habe in meiner Karriere auch einige Male falsch reagiert. Ja, unter anderem auch einmal für die Fortuna, als ich noch ein Amateurspieler war. Und wenn man dann vielleicht mich so sanktioniert hätte, wie das alle Leute erwartet hätten, dann hätte ich nicht eins von meinen 370 Bundesligaspielen gemacht. Also von daher nehme ich für mich in Anspruch, nicht fehlerlos zu sein. Ja, und wie gesagt, dass es ein Fehler war, das weiß der Micha. Und damit ist aber jetzt auch gut. Natürlich ist das Nummer 1 geholt worden. Aber jeder, der auch geholt wird, wir holen auch einen Schirmer als Nummer 1, aber wenn ein Konkurrenzauftrag, die besser ist, betreiben wir Jockey oder irgendetwas, ohne dass ich den Sportart da misskreditieren will. Wir betreiben Leistungssport. Und für die Trainer hat sich gezeigt, sonst hätten sie nicht so gehandelt, dass Fabian Giefer die Nase vorn hat. Also wie es genau weitergeht, das werden wir sehen. Das ist auch noch nicht ganz klar. Und das ist eigentlich auch alles, was ich dazu so sagen möchte. Also ich persönlich denke und bin davon überzeugt, dass ich bisher eine wunderschöne Karriere hatte. Mit sehr, sehr vielen tollen Erlebnissen und Momenten, für die ich sehr dankbar bin. Und die, glaube ich, auch nur wirklich einen Bruchteil von allen Fußballspielern erleben darf. Und das ist halt, oder dass man im Fußballgeschäft von anderen Personen, Entscheidungen, Faktoren abhängig ist, die man auch nicht beeinflussen kann. Das ist so. Und ich denke, wichtig ist, dass man sich selbst treu ist.